Man muss aber auch sehen, dass gerade das Jurywesen, so insbesondere bei staatlichen Preisen, aber auch bei so Industrieverbandspreisen und so, das ist auch so ein bisschen so ein Klickending. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DevPlay. Ich bin Jan, Creative Director bei KingArt. Ich bin auch Jan-Aber Wagner und bin Managing Director bei Owned by Gravity und Head of Digital bei Ulysses. Ich bin kein Jan, ich bin Philomena Schwab, ich bin Mitgründerin von Strayphone Studio. Wir können dich ja zu Ehren Jan erklären. Ehren Jan? Oh, genau. Dankeschön. Ja, wir haben schon in der Vergangenheit ab und zu Leute hier aufgenommen, die nicht Jan hießen, aber wenige. Also ja. Wer häufig DevPlay hört, der weiß, hoher Jan-Anteil hier. Genau, die Jan-Quote muss mindestens bei 50% liegen, sonst ist es keine DevPlay-Folge. Genau, ich meine, heute zwei Drittel ist okay, aber ja. Wir hatten auch schon Folgen, da war es knapp. Genau, worüber wollen wir heute sprechen? Wir wollen heute über Preise sprechen. Computerspiele, die Preise gewinnen und wie wichtig ist das? Finden wir, dass das fair zugeht, wenn wer die Preise gewinnt oder nicht gewinnt? Hat das Auswirkungen auf die Verkaufszahlen? Wie hängen Verkaufszahlen und Preise zusammen? Und all das. Fangen wir an. Philomena, ich glaube, ihr habt den einen oder anderen Preis gewonnen in letzter Zeit für Wandering Village. Ja. Wie fühlt sich das an? Das ist euer zweites, drittes Spiel und ihr gewinnt sozusagen momentan eigentlich alles, was man so gewinnen kann. Was macht das? Ist das mehr so, fühlt sich gut an, aber hat nicht so richtig viel Auswirkung? Oder ist das was, oh, jeder Preis und sofort gehen die Verkaufszahlen durch die Decke? Was bedeutet das? Erstmal Preise für euch. Ja, also nicht gerade alles, aber doch einiges, was uns natürlich sehr freut, ist sehr gut für die Teammotivation. Vor allem so, jetzt haben wir wieder mal, keine Ahnung, bestes Game Design oder hier mal beste Grafik. Dann fühlt sich halt auch die Person, die den Lead für diesen Bereich hat, nochmal besonders abgeholt. Weil also, okay, es gibt Leute, denen gefällt jetzt genau das bei diesem Spiel super gut. Jetzt salesmäßig sieht man den Impact meistens nicht so. Es gibt manchmal Preise, die dann noch verknüpft werden mit speziellen Events, dass es dann noch zum Beispiel einen großen Twitch-Stream davon gibt oder einen Steam-Sale, der genau dann für alle Nominierten diese Sales sind, dann sieht man das schon. Wenn das ein bisschen unabhängig ist und jetzt nicht mit so einem Event verknüpft ist, dann sieht man es meistens nicht. Was es aber natürlich bringt, ist Credibility für das Studio, was super ist. Das kann helfen bei Publisher-Deals oder Plattform-Deals oder auch mit Presse und so weiter. Es gibt ja auch immer einen super Anlass, wenn du einen größeren Preis gewinnst, schreibst du wieder mal Nintendo so, Nintendo, guck mal, den haben wir gewonnen, wollt ihr irgendwie mal was mit uns machen? Und das kann sein, dass das wirklich was bringt, nicht immer. Auch für uns als Credibility, als Studio innerhalb der Schweiz, weil wir immer noch sehr stark am Kämpfen sind um irgendwelche politische Aufmerksamkeit, dass wir mal nur ansatzweise einen Bruchteil der Fördergelder kriegen würden, die sonst so, Österreich auch nicht so gut dabei, wir sind da zusammen die Leidenden. Aber genau, und dann ist so, hallo Bundesrat, guck mal, interessiert dich das vielleicht, dass wir das gekriegt haben? Dann probieren wir auch immer Press Releases zu machen, wenn es was Größeres ist und hoffen, dass das die lokalen Medien dann aufnehmen. Auch hier hat keinen großen Einfluss auf die Verkaufszahlen, aber halt Credibility und gut für die Szene. Genau, ich meine, es wäre ja auch noch schöner, ihr gewinnt ja schon ständig den deutschen Computerspielpreis und Entwicklerpreis. Ja, Entwicklerpreis, aber Computerspielpreis, ja, genau. Aber es muss auch noch was für uns übrig bleiben. Ja. Herr Wagner, wie ist das? In Deutschland so, die großen Preise in Deutschland sind der Deutsche Computerspielpreis und der Deutsche Entwicklerpreis. Vielleicht kannst du ein paar Sätze dazu verlieren. Warum gibt es zwei? Was ist der Unterschied? Kann man nicht einfach nur eins machen? Und gibt es noch andere Preise, die entweder in Deutschland relevant sind oder international, die man realistischerweise vielleicht auch als deutsches Studio mal gewinnt? Also gut, der Unterschied zwischen den beiden Preisen ist schlichtweg, dass der Deutsche Entwicklerpreis schon sozusagen, das ist Tradition, die gibt es schon sehr lange. Das war, als es noch getrennte Games-Verbände gab, also als die Publisher und die Entwickler sozusagen getrennte Verbände waren, dann haben die Publisher ihren Preis vergeben, der meistens Verkaufszahlen beeinflusst war. Damals gab es Spiele noch in Schachteln. Die Entwickler haben dann gesagt, gut, dann geben wir halt unseren Preis, der hat mehr mit Entwicklung zu tun, also mit der Qualität der Spiele, mit sowas wie Design und solchen Sachen, die gab es bei den Publisher-Preisen gar nicht, also solche inhaltlichen Themen.
Der jetzige Deutsche Computerspielpreis hat mit der Spielförderung zu tun. Das heißt, das ist tatsächlich eine der ersten Sachen gewesen, die eingeführt wurden, noch bevor es einen Fördertopf gab, wurde dafür Geld ausgegeben. Das ist die erste Maßnahme, wo Computerspiele überhaupt von der Bundesregierung wahrgenommen wurden als irgendetwas, was Kulturgut ist und dementsprechend auch gefördert wurde. Dementsprechend kann man auch sehen, dass die, also durch diese Ausrichtung allein ist auch die Jury-Ausrichtung ein bisschen unterschiedlich. Der Deutsche Entwicklerpreis wird in erster Linie durch die Branche besetzt, ausgewählt von Leuten, die den veranstalten. Der Deutsche Computerspielepreis ist zu guten Teilen mit auch Politikerinnen und Hochschulmenschen besetzt. Das ist nicht notwendigerweise schlecht, führt aber natürlich zu einer anderen Geschmacksrichtung so ein bisschen. Das heißt, der Deutsche Computerspielpreis, kann man sich auch angucken von den Preisträgern her, tendiert dazu, ohne es abschätzig zu meinen, kulturell wertvolle Sachen zu machen. Also Dinge, die eben vielleicht nicht wirklich das beste Spiel sind, im Sinne von, keine Ahnung, beste Grafik, bestes Design, wie es dann im Publikum verstehen würde, sondern das beste Spiel aus sozusagen Gesamtbetrachtungsgründen, was vielleicht wichtig ist oder weil es relevante Inhalte wiedergibt, weil es spannende Themen auf interessante Weise bearbeitet oder weil auch gerade eben, das kippt immer so ein bisschen Richtung Narration und so Präsentation. Im Umkehrschluss gibt es vielleicht super tolle Shooter-Spiele, die eine super Qualität haben, die aber im Deutschen Entwickler- und Computerspielpreis nicht bedacht werden, weil das politisch einfach nicht besonders gewollt ist. Also ich war damals in der Jury und bin irgendwann rausgegangen, weil mir genau diese Abfolge von machen wir jetzt, also reden wir jetzt hier über Qualität von einem Spiel, das kann man neutral betrachten, oder reden wir über Wichtigkeit von einem Spiel, dann ist es für mich ein anderer Preis. So. Das ist tatsächlich auch für mich immer so ein bisschen so ein Knackpunkt, weil der Deutsche Computerspielpreis nominiert das beste deutsche Spiel, sagen sie, oder die beste Grafik aus Deutschland und keine Ahnung. Und dann sagst du, ja, aber wirklich? Ich meine, ist das wirklich die beste Grafik oder ist das die beste Grafik, die euch in den Kram passt? So, ne? Oder genau. Die beste Grafik von der richtigen Person gemacht, weil das halt, ne, keine Ahnung, vielleicht dann, wer es gemacht hat, wichtiger ist, als was derjenige oder diejenige gemacht hat. Aber das ist ja so ein bisschen der Unterschied, ne? Der Entwicklerpreis kommt so ein bisschen, ich sag mal, mehr aus der Branche von den Entwicklern. Der Computerspielpreis kommt halt so aus einer Mischung aus Branche, Politik und Lehre, vielleicht könnte man sagen. Aber dadurch haben sie so ein bisschen, ja, vielleicht unterschiedliche Schwerpunkte. Vielleicht so anekdotisch, ich glaube, Kingard hat, weiß ich nicht, 20, 25 Mal den Entwicklerpreis gewonnen und 0 Mal den Computerspielpreis. Also insofern. 25 Mal? Ja, sowas. Wow. In der Größenordnung. Aber es ist halt, naja, wir haben vielleicht einfach die falschen Spiele gemacht, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht haben wir nochmal gewonnen, ich weiß nicht. Aber cool. Auf jeden Fall, also wir haben glaube ich, bisher nur einmal gewonnen, den Entwicklerpreis und noch nie den Computerspielepreis. Ist aber, also. Und das macht für unser Studio genau gar nichts, weil wir halt auch tatsächlich Spiele machen, weil eben diese Computerspielpreise nicht sowas wie Spiel des Jahres sind bei den Brettspielen. Mhm. Das ist kein Siegel, das man irgendwo draufklebt und sagt, das verkauft sich. Das geht vielleicht noch beim BAFTA oder so. Also es gibt so ein, zwei Preise, die international groß genug sind. GDC vergibt Preisen, also so, aber das sind ein oder zwei. Ja. Und die kriegen ausreichend Presse, dass man dann vielleicht von einem Spiel was mitkriegt, wo man sonst nicht mitbekommen hätte und sagt, oh, das ist cool, das kaufe ich mir jetzt, weil hätte ich sonst gar nicht gesehen. Aber in Wahrheit, jenseits der Preisgelder, die ja durchaus bei einigen Preisen gar nicht uninteressant sind, tut es eben mit den Verkaufszahlen relativ wenig. Also es ist wichtiger, ob ein großer Influencer dich gut findet, als ob die gesamte deutsche Spielebranche dich gut findet. Ja. Muss man ganz knallhart so sagen, wenn es um die Verkaufszahlen geht. Wie gesagt, die anderen Faktoren hat Philomena richtig erwähnt, aber wirklich an der Kasse tun diese Preise sehr wenig. Die Branche beschaut sich da selbst und hofft auf eine Repräsentation, aber es ist eben nicht, es ist auch nicht so, wie auf irgendwas draufzuschreiben, siebenmaliger Oscar-Gewinner. Diese Wirkung haben diese Preise einfach noch nicht. Vor allen Dingen auch, weil sie natürlich, ich meine, gut, das ist beim Oscar vielleicht auch so, aber häufig ist es ja auch ein bisschen mehr so, ja, das ist das Spiel, was letztes Jahr irgendwie am besten war oder was vor einiger Zeit irgendwie cool war. Aber momentan, wir sind schon bei ganz anderen Spielen so, ne? Also das ist, aber das stimmt auch. Eine Sache, die haben wir eben noch vergessen zu erwähnen, der Entwicklerpreis ist nicht dotiert oder zumindest in den meisten Bereichen nicht.
Der Computerspielpreis, da geht es eben durchaus auch wirklich darum, Geld zu bekommen. Oder die Idee ist halt, dass der Computerspielpreis Entwickler unterstützen soll. So, und dementsprechend kann man da eben dann auch durchaus, ich sag mal, höhere Beträge, höhere fünfstellige bis, ich glaube, niedrige sechsstellige Beträge für Spiel, fürs beste Spiel des Jahres, kann man da halt bekommen, was natürlich dann für kleinere Entwickler auf jeden Fall sehr relevant sein kann. Ne? Aber allgemein, was würdet ihr sagen? Wie wichtig ist das Ganze? Wie fair ist das Ganze, wenn ihr einen Preis gewinnt oder einen Preis nicht gewinnt? Ärgert euch das richtig? Guckt ihr euch die Konkurrenten an und sagt, Moment, aber hier, da, das ist doch auf jeden Fall nicht so gut wie bei uns? Oder ist das mehr so ein Ding, wenn es passiert, ist cool, nimmt man mit, aber man macht sich da nicht so wirklich einen Kopf drum? Also ist das was, wo man hinterherfiebert, Philomena? Ja, kommt ein bisschen drauf an, was für ein Preis das ist. Mhm. Ich glaube, gerade wenn man da beim Deutschen Entwicklerpreis extra nach Köln fährt und die Deutsche Bahn 4 Stunden Verspätung hat und dann kommt man da an und dann fiebert man da mit und alle sind halt da, dann bist du halt schon so, bitte, bitte, bitte. Und bist vielleicht ein bisschen enttäuscht, wenn es dann nicht funktioniert. Wir waren nämlich das Jahr vor Wandering Village oder 2 Jahre vor oder einfach vor Covid waren wir auch schon da, als wir nominiert waren, da haben wir nichts gewonnen. Da haben wir ein trauriges Foto von uns gemacht und im Discord gepostet, das weiß ich noch. Ja, aber wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, international eine Anmeldung machst bei irgendeinem Award und du kriegst dann vielleicht sogar erst am nächsten Tag mit so, oh ja, cool, wir haben den ja gewonnen, dann war das nicht so mega präsent. Ja. Ich versuche mich auch ein bisschen davon zu distanzieren. Ich finde, es ist zum Teil kann es sehr anstrengend sein, wenn man sich die ganze Zeit mit anderen Leuten vergleichen muss und dann seinen Wert an diesen Sachen hinterfragt. Deshalb gerne, ich reiche überall ein, ich vergesse, dass ich eingereicht habe und wenn was kommt, dann ist es eine schöne Überraschung. So, ich glaube, das ist auch wirklich eine gute Einstellung, dass man sozusagen das Positive mitnimmt, aber dass man sich nicht davon runterziehen lassen lässt, weil das muss man auch ganz klar sagen, wenn man für irgendwas nominiert ist und den Preis nicht gewinnt, das hat nicht unbedingt was mit dem Spiel zu tun, sondern ja, das kann halt mit der Jury zu tun haben, das kann mit dem Drumherum zu tun haben. Vielleicht gab es wirklich einfach ein anderes Spiel, was nun dein Spiel ist, unglaublich gut, aber da gab es ein anderes, was ist noch ein Tick besser und in den letzten 5 Jahren hättest du es jedes Mal gewonnen. Mhm. Also insofern, da gibt es halt viele Gründe, warum man sich da nicht runterziehen lassen sollte. Ne? Ich habe auch, also ich habe dann jetzt in den letzten 3, 4 Jahren bin ich öfter mal auch in irgendeiner Jury gewesen und dann habe ich auch mal gesehen, ja, was sind das für Argumente, die gebracht werden und seitdem nehme ich es nicht mehr so ernst, weil ich weiß einfach, ja, wenn da jetzt eine andere Person gesessen hätte, hätte jetzt ein anderes Spiel gewonnen, weil dann macht man da, man diskutiert demokratisch hin und her und damals, gerade so frisch aus dem Studium, habe ich das voll ernst genommen, so, ja, diese Jury, die wissen schon, was das beste Spiel davon ist und ja, jetzt ist so, ja. Wir haben auch zum Beispiel die Schweizer Gameförderung. Die wechselt dann jedes Jahr die Jury aus und ich sehe dann immer wieder, also die winzige Schweizer Gameförderung, ich sehe dann immer wieder Leute, die bewerben sich dann da einmal und dann werden sie abgelehnt und dann rede ich mal mit ihnen und sagen wir, ja, ich bewerbe mich da nie wieder. Die fanden mich ja voll doof und so. Nein, mach nächstes Jahr wieder. Das ist eine andere Jury. Auch wenn du gar nichts an deinem Spiel machst, du hast eine Chance, dass es nächstes Jahr gefördert wird. Ja. Ja. Also das ist grundsätzlich ein guter Hinweis, weil das ist tatsächlich was. Also Jurys sind gesammelte Willkür, in der es, wenn es gut läuft, noch ein bisschen Expertise gibt. So, also und selbst diese Expertise, also wenn in der Jury lauter Leute wüssten, wie man die besten Spiele der Welt macht, dann wären sie nicht in der Jury, sondern sie wären zu Hause und würden ihr Geldmassen zählen, die sie mit dem besten Spiel der Welt gemacht haben. Also es ist schlichtweg, also alle inbegriffen sozusagen, es ist immer eine Persönlichkeitsfrage, es ist eine Geschmacksfrage, man kriegt oft so ein, also es gibt Trends, wo dann plötzlich bestimmte Spiele irgendwie Spielsorten hip sind und dann werden die mal, kriegen die mehr Fokus, also das ist wirklich was, wo man sich als Entwickler nicht von unterkriegen lassen darf, es ist ähnlich wie Schulnoten sozusagen, es ist nicht objektiv, auch wenn es daherkommt, als sei es das. Ja. Und im Umkehrschluss heißt es aber auch natürlich, klar, das beste Spiel zu werden und immer wieder solche Preise zu kriegen, heißt, man hat einen Nerv getroffen. Das ist, glaube ich, ein guter Indikator dafür. So. Man muss aber auch sehen, dass gerade das Jurywesen, so insbesondere bei staatlichen Preisen, aber auch bei so Industrieverbandspreisen und so, das ist auch so ein bisschen so ein Klickending. Also das ist halt so, die Leute, es gibt bestimmte Leute, die tauchen in allen möglichen Jurys immer wieder auf, qua der Tatsache, dass entweder in Österreich ist es ähnlich, in der Schweiz ist es auch so, es gibt keine Riesenauswahl an Leuten, die man nehmen kann.
die überhaupt irgendwas davon verstehen. So, das heißt, das ist schon mal das eine. Da, wo es eine größere Auswahl gibt, gibt es meistens einen Verband oder irgendwelche Leute, die sich kennen und dann wird halt der gefragt oder irgendjemand. Also die Auswahlkriterien für die Jury sind auch so, dass es dazu tendiert, dass es so ein bisschen eine Blase ist einfach. Ja. Das ist nicht notwendigerweise repräsentativ für die Gesamtwirtschaft oder und erst recht nicht für die Spielerschaft, denn das ist eben auch so, das sind immer noch Jurypreise, sind keine Publikumspreise. Das heißt, das Publikum mag was völlig anderes denken, das sagt der Preis sozusagen in keiner Weise, das bildet er nicht ab. Und ich meine, das von außen wirkt es immer so, und auch ich, wenn ich selber in einer Jury war, ich habe es nie sozusagen mitgekriegt, aber es ist schon häufig auch so, dass man das Gefühl hat, erstaunlich häufig bekommen sozusagen, wie soll man sagen, wenn man es gemein ausdrücken will, jeder kriegt einen Preis. So, ne? Dass man halt so ein bisschen dieses Phänomen hat, okay, das eine Spiel gewinnt es bei Grafik, das nächste bei Sound. Also sind immer alle nominiert, dieselben Spiele für alles und dann das kriegst du für Game Design und dann ein Spiel, was keinen anderen Preis gewonnen hat, gewinnt für das beste Spiel insgesamt, wo man dann so denkt, so, wie kommt das denn zustande? So, das kann zwar alles sozusagen natürlich keine Ahnung, Zufall sein oder zufällig so rauskommen. Und wie gesagt, als ich selber in Juries war, ich habe das nie jetzt mitgekriegt, dass da jetzt irgendwie Leute rumgelaufen sind und gesagt haben, macht ihr mal, gebt ihr denen mal das und ich, dann geben wir denen das. Aber es ist schon halt auch ein Fakt, dass im Zweifelsfall häufig mal, ich sag mal, Entscheidungen getroffen werden, die so ein bisschen seltsam sind, ne? Wo man dann halt irgendwie das Gefühl hat, okay, wieso ist das so? Ich erinnere mich dran, dass ich mit Björn, der ja auch hier häufig beim Devlet mit dabei ist, von Piranha Bytes, dass wir mal zusammen bei, ich glaube, im Entwicklerpreis saßen und wir waren beide halt häufig nominiert und haben halt gewettet, wer weniger gewinnt. Und die waren dann irgendwie nominiert für, ich glaube, für Elix oder wahrscheinlich irgendwie für beste Spielwelt, beste Grafik, beste Sound, beste Story, beste Spiel, keine Ahnung, also zig Nominierungen. Und waren halt überall nominiert, haben nichts davon gewonnen. Okay, kann sein. Aber dann hat halt irgendwie bestes RPG hat halt dann irgendwie ein Spiel gewonnen, was in keiner einzigen Kategorie nominiert war. Und dann halt denkt, Moment, aber wie ist das möglich? Wie ist es möglich, dass man sozusagen in Subkategorien nominiert ist, jemand anderes nicht, aber derjenige hat das beste RPG gemacht. Ne? Und dann sind da so, und das ist dann vielleicht so das, was Jan sagt mit, es gibt so, keine Ahnung, ich will es nicht Klicken nennen, aber ich sag mal, dann gibt es vielleicht bestimmte Leute, die sollen gewinnen, es gibt bestimmte Leute, die sollen vielleicht nicht gewinnen und dann hat das vielleicht auch noch ein... Ich glaube, es ist gar nicht, also ich glaube nicht, dass es so ist, dass man sozusagen die Leute auswählt, aber es hat natürlich was mit zu tun, also je kommerzieller das Spiel ist, umso weniger wahrscheinlich staubt es einen Preis ab, muss man einfach sagen. Also weil die kommerzielle Spiele bedeutet immer natürlich massenmarkttauglicher, es bedeutet, es ist eine bestimmte Breite, damit wird es beliebiger, es fehlt oft ein nicht ein origineller Ansatz ist falsch, aber es ist, diese Spiele sind dann, die haben nicht unbedingt ein super starkes neues Konzept, was es irgendwie oder einen bestimmten mutigen Stil oder irgendwas. Das heißt, die sehen halt immer erstmal, das ist der gleiche Grund, warum halt nicht besonders viele Marvel-Filme einen Oscar gewinnen. Das hat mit der Qualität des Films wenig zu tun, sondern eher damit, dass die Erwartung oder das, was die Jurys oft suchen, ist eher das hipste Spiel oder sozusagen die coolste Grafik oder also diese Kategorien, dass immer Qualität dahinter steht, ist eigentlich falsch. Eigentlich müsste man andere Sachen sagen. Man müsste sagen, das originellste Spiel, ja, wird oft prämiert. Und da funktioniert das auch, wenn ich mir das angucke, ich sehe oft bei diesen Preisen, die ich oft spiele, so, oh, das ist ja abgefahren. Ich weiß gar nicht, ob ich das spielen will, aber ich finde das Spiel abgefahren. Ja. Aber es wäre in meinem Beuteschema nicht drin, wenn ich gucken würde, was kaufe ich mir denn jetzt, um die nächsten Monate zu spielen. Aber ich glaube auch manchmal so eine gewisse Snobbery auch, ne? Das ist halt so ein bisschen, genau. Ja, natürlich sieht das gut aus. Crytek, keine Ahnung, ja, na klar sieht das gut aus. Genau, aber das kennen wir halt alles schon. Genau, so, aber hier, guck mal, das Spiel. Und dann sieht das andere Spiel sieht halt offensichtlich schlechter aus, sozusagen. Aber ja, aber das hat, keine Ahnung, das hat ein Indie-Entwickler auf der Nähmaschine von der Oma geklöppelt. Und ja, gut, okay, aber. Hast du das Spiel gesehen, hier, ne? Das gerade auf der Nähmaschine geklöppelt wird? Ja, wollte ich gerade sagen. So. Ja. Es gibt gerade ein riesen Social Media Viral Thing von jemandem, der seine Animation auf einer Nähmaschine macht. Genau, also, der hat die gestickt. There you go. Ja. Aber, insofern, aber das ist genau das. Das Spiel wird auch viele Preise gewinnen, weil es originell ist, weil es cool ist. Und das ist natürlich, das muss man auch sehen, in der Jury sitzen halt viele Leute, die sehr viele Spiele sehen. Also die sind alle ein bisschen abgewetzt so.
Und das hat so diesen, weißt du, so, oh ja, na klar, es ist eine gute Pizza, aber puh, das ist ja eine normale Pizza. Warum sind da keine irgendwie Wunderkerzen drauf? Also, weißt du, du suchst halt nach irgendwas, wo du auf andere Weise drauf guckst, wo du denkst, oh, das kenne ich noch nicht, das interessiert mich, das macht mich irgendwie, regt mich an. Und die meisten großen Spiele sind das eben einfach nicht. Die sind halt einfach perfekt durchkomponierte Sachen, die objektiv, qualitativ gut sind, aber die kitzeln nicht. Was halt so ein bisschen schade ist, weil du damit natürlich auch, ich sag mal, wieder dasselbe Problem, wenn du dich hinstellst und sagst, wir nominieren die beste Grafik, die dieses Jahr in Deutschland gemacht wurde. Und dann ist es halt das, was, ich sag mal, von 100 Spielern 90 nicht als die beste Grafik bezeichnen würden. Dann ist es natürlich, ja gut, okay, vielleicht ist es dann für die Leute, die schon alles gesehen haben und für die Leute, die halt, ne, dann ist es für die vielleicht interessant. Aber ich sag mal, für einen Otto-Normalverbraucher ist es das dann halt irgendwie nicht. Ja. Und ich habe dann immer so ein bisschen dieses Problem, ich stelle mir dann immer vor, wenn jetzt irgendjemand, keine Ahnung, in den USA sieht irgendwie aus irgendeinem Grund eine Pressemeldung, oh hier, die deutscher Computerspielpreis, lass mal gucken, was ist das Beste, was sie in Deutschland hingekriegt haben. Und dann guckt derjenige sich das an und denkt, what the fuck, ist das wirklich das Beste? Und dann sagst du, nein, also es gibt auch wirklich Sachen, die sind sehr massenkompatibel oder das sind Sachen, die wirklich auf internationalem Top-Niveau sind, aber das sind dann vielleicht nicht unbedingt immer die Preise gewinnen, weil dann wieder, wie gesagt, vielleicht, dass die falschen Leute sind oder im falschen Genre das gemacht wurde oder Gott bewahre, ein Killerspiel ist so, ne? Und ja. Das ist dann halt, naja, finde ich immer ein bisschen problematisch. Also ich fände es auch tatsächlich besser, wenn man dann halt das Ganze nicht bestes Spiel nennen würde, sondern, keine Ahnung, beste Idee, kreativ. Genau, das Problem ist ja das Wort beste Grafik, weil wer sagt, beste Grafik ist realistischste Grafik? Ja, das ist dann jeder Jury wieder selber überlassen, was das bedeutet, dieses Wort. Ja, ja, genau, absolut. Und wie gesagt, dass man darüber diskutiert sozusagen, ist ja auch in Ordnung. Ich finde es auch okay, dass man versucht, so ein bisschen eine Bandbreite immer zu zeigen, ne? Dass man halt eben sagt, ich war zum Beispiel in der besten Grafik-Jury und dass man dann halt sagt, hey, lass uns zusehen, dass wir versuchen, so ein bisschen abzubilden, was kann Computerspielgrafik insgesamt machen und dass man verschiedene Sachen irgendwie drin hat und nicht, dass man jetzt halt sagt, okay, das sind drei Spiele, die sehen alle super ähnlich aus und eins von denen hat man aber ein bisschen netteren Shader irgendwo, das ist dann natürlich nicht Sinn der Sache. So, ne? Aber gleichzeitig, wie gesagt, da waren dann eben auch so Sachen bei, wo ich dann halt sagen würde, ich hatte halt alle Spiele, die eingereicht haben, habe ich halt für mich in eine Reihenfolge gebracht. Und es war dann halt ein Spiel, das für mich das drittschlechteste Spiel war, ist halt in die Top 3 gekommen. Wo ich dann halt so denke, da gab es dann Gründe für und so, aber ich persönlich hätte halt ein echtes Problem gehabt, wenn das Spiel gewonnen hätte. Und ja, wie gesagt, das sind Jurys, da hängt es halt sehr stark davon ab, wer sitzt da zufällig in der Jury und was ist deren Geschmack. Und ja, insofern, also mein Tipp ist auch, gebt nicht zu viel drauf, wenn ihr Entwickler seid. Wenn ihr den Preis gewinnt, freut euch und das war absolut gerechtfertigt und alles ist richtig. Wenn ihr den Preis nicht gewinnt, dann ist auf jeden Fall ignoriert das nicht. Und die Leute hatten keine Ahnung und es lag nicht an eurem Spiel. So solltet ihr daran gehen. Gut, okay, dann wie immer, wenn ihr noch ein Thema habt, über das wir mal sprechen sollen, schreibt es gerne unten in die Comments, dann werden wir uns da zukünftig mal mit beschäftigen. Ansonsten, uns gibt es auf YouTube, uns gibt es bei GameStar, uns gibt es überall da, wo es gute Podcasts gibt und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Oh.